Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Tipp wie immer gerne mit in den Kommentaren, würde mich auf jeden Fall freuen. Wir haben den 8. Spieltag. Ihr hört es vielleicht, ich bin krank. Also ich leide jetzt keine Höllenqualen, aber ich konnte nicht kommentieren. Und dementsprechend habe ich die beiden Wolf und Frank, also Wolf Fuß und Frank Buschmann kommentieren lassen. Besser als gar kein Kommentar meiner Meinung nach. Es ist das erste Mal FIFA 23, leider diesmal ohne meine Stimme. Also was heißt leider, manche freuen sich vielleicht. Nächstes Mal ist dann wieder mit mir. Ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Jetzt geht's los mit dem ersten Spiel Bayern gegen Leverkusen. Und schreibt gerne eure Meinung zu FIFA 23 in die Kommentare, falls ihr schon gespielt habt. Schön, dass Sie dabei sind, liebe Fernsehzuschauer. Ich darf Sie ganz herzlich zum Spiel am heutigen Abend begrüßen. Sie kommen, Sie machen das sehr clever. Hier liegt die Führung so langsam in der Luft. Kerem Demir bei. Neuer! Super Parade! Ecke in die Mitte. Kopfball neben das Tor war eigentlich kein schlechter Versuch. Mané. Musiala. Mané hat den Ball. Die Chance! Tor durch Sané! Sané. Sané. So, die Bayern machen das Tor und gehen damit mit 2 Treffern in Führung. Also nochmal die Wiederholung dieses Tores. Er setzt sich durch und dann müssen wir hier seine Nervenstärke loben. Kurze Distanz, schaut kurz, wo ist die Lücke und findet sie. Abwehr muss aufpassen. Glatzparade von Manuel Neuer. Wahnsinn, wie hat er denn den noch erwischt? Bei den Bayern sehen wir im bisherigen Spielverlauf eine erstklassige Ballbesitzquote. Und sie setzen diese Überlegenheit immer wieder in gefährliche Szenen um. Das Ergebnis ist die Führung. Sie streben einem Sieg entgegen. Gut, wie er den Ball abblockt. Ja, das ist die kurze Variante. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Da ist der Ball. Haarscharf daneben. Er war heute aus meiner Sicht mit Abstand der beste Spieler auf dem Platz. Wie siehst du es, Buschi? Ganz toll, also überragend, hat mich total überzeugt und das nicht nur wegen der beiden Treffer. Willkommen im Europaparkstadion, liebe Zuschauer, ich begrüße Sie bei gutem Fußballwetter ganz herzlich zu diesem Spiel. Parade, den haben viele schon drin gesehen, aber er sagt no, nicht mit mir. Michael Gregoritsch bringt er sie in Führung und damit haben wir das erste Tor dieser Partie. Ja, wir sehen es hier nochmal, der Grund für den Treffer war der enorme Druck, den sie gemacht haben und dann fällt das Tor. Edmílson Fernández. Jetzt kann er es machen. Das Tor und jetzt ist das Spiel wieder offen.
Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann hat er wirklich nicht viel Platz. Aber den wenigen nutzt er und macht das sensationell. Das ist der Pfiff. Jetzt geht's erstmal in die Pause hier im Europaparkstadion. Ritsu Doan. Pass kommt hervorragend. Maximilian Eggestein. Da können sie jetzt in Führung gehen. Oh, da hat nicht viel gefehlt. Tolle Chance, schön platzierter Ball, am Ende einfach kein Glück. Guter Pass jetzt. Guter Block, aber sie müssen weiter aufpassen. Abwehr kann erstmal wieder durchatmen. Karim Olisivo. Und das Tor. Eggestein. Grifo. Vielleicht doch noch mal die Chance zum Ausgleich. Die Chance. Oh, er trifft die Latte. Es droht die Niederlage erst recht nach diesem späten Alu-Treffer. Kurz vor Ende eben nicht der Ausgleich. Das wäre es ja noch mal gewesen. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Schlusspfiff in dieser Begegnung, das war's. Die Gäste können dieses Ligaspiel heute also gewinnen. Knapper Sieg am Ende, ein enges Ligaspiel und man merkt ja auch, sie atmen durch. Das hätte durchaus anders ausgehen können und das wissen sie. Hallo aus dem Rhein-Energie-Stadion, liebe Zuschauer, in Köln herrscht heute tolles Wetter, beste Bedingungen, also willkommen zu diesem Spiel. Guerrero, Bellingham, Malen, mit Auge, mit viel Routine, tolle Parade, macht sich lang und der war nicht so einfach, war ein guter Ball, aber die Parade war noch besser. Modest. Ja, wird geblockt. Malen. Mats Hummels mit dem Ball. Bellingham. Jetzt schießt er. Tor Nummer 1 in dieser Partie. Die verdiente Führung. Ja, es läuft für sie. Sie haben die Partie im Griff. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Da haben wir die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel und dann macht er alles richtig. Harter Schuss aus der Halbdistanz. Besser kannst du das Ding nicht verwerten. Brandt! Zwei Tore Vorsprung also für den BVB. Das sieht doch jetzt schon mal richtig gut aus. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann machen sie es eigentlich gut. Einen echten Vorwurf kann man der Defensive da gar nicht machen. Aber das ist einfach gut gemacht. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Malen. Jetzt vielleicht. Sie gehen hier dem Sieg entgegen. Nächstes Tor. Führung damit auf 3 Tore erhöht. André Duda, gut durchgesetzt, gefährlich. Wie macht er den denn rein? André Duda, das ist die Chance. Den Ball hält er gut.
Das ist der Schlusspfiff. Die Gastgeber haben heute also verloren. Kein guter Auftritt heute. Klar am Ende die Niederlage. Ja, ja, da wollten sie mehr. Aber dieses Spiel ist ihnen gründlich misslungen. Das müssen sie abhaken. Was bleibt ihnen noch anderes übrig? Ich glaube, dieses Spiel wollen sie so schnell wie möglich vergessen. Willkommen hier in der Volkswagen Arena, liebe Fußballfreunde. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Gute Balleroberung hier. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Jetzt der Schuss. Klar, das ist immer ein Grund zur Freude, wenn du so früh das erste Tor machst. Wichtiger Treffer. Jose Brekalo. Geblockt, aber weiter Gefahr. Und Tor. Alles wieder offen. Chance zur Führung. Ah, da lässt er die klasse Chance liegen aus kürzester Entfernung. Ich weiß, klingt immer doof, aber den muss er machen. Und das war das Ende der ersten 45 Minuten. Direkt verwandelter Freistoß. Super gemacht. Wir werfen noch mal einen Blick auf den Freistoß. Er hat schon gut gemacht. Ganz viel Gefühl im Fuß. Er ist nicht zu halten. Klasse Pass. Sie machen zu, machen das gut. Der Angriff wird unterbunden. Die Chance jetzt vielleicht zum Konter. Vielversprechender Spielaufbau. Ob sie den wahrscheinlich letzten Angriff zum... Castells hält, immer noch gefährlich. Der Ausgleich! Nicht zu glauben, sie kommen hier wirklich zurück in diesem Spiel. Wiederholung zeigt uns zunächst die gute Parade, richtig gute Parade, aber der Ball kann nicht geklärt werden und das ist eben gefährlich. Nächste Chance, das ist dann abgebrüht und der Ball ist drin. Das ist genau ihr Spiel. Viele Pässe, Ballbesitz, Sicherheit, zermürbend für den Gegner. Sie können es machen. Oh, da trifft er die Latte. Ball noch im Spiel nach dieser Castells-Parade. Hätte gefährlich werden können. Gut, dass sie da klären. Die zweite Hälfte ist vorbei und wir haben ein Unentschieden. Wir melden uns aus dem regnerischen Deutsche Bank Park. Liebe Zuschauer, wir begrüßen Sie recht herzlich zu dieser heutigen Partie. Was den Ballbesitz angeht, haben die Gastgeber Vorteile. Aber rausgekommen ist zu wenig. Nur das Unentschieden, damit können Sie nicht zufrieden sein. Es fehlt die letzte Entschlossenheit. Frankfurt mit dem Tor. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz, den macht er ganz sicher. So, wir gehen in die Pause, da ist der Pfiff. Jetzt können wir alle erstmal durchatmen. Gutes Dribbling jetzt, Abwehr muss aufpassen. Da ist die Chance. Gut gehalten, gute Aktion. Denn da lag das Tor in der Luft. Hat ja heute schon einen Treffer. Konnte sich schon einmal durchsetzen, hier aber nicht. Trimmel.
Ball kommt nicht durch, Abwehr ist da. Gute Szene, aber gibt Abstoß. Kamada. Mario Götze. Jetzt können sie es entscheiden. Da ist das Tor. Jetzt tut sich hier nichts mehr. Schlusspfiff. Und damit steht die Niederlage der Gäste also fest. Sie bleiben also heute ohne Punkte. Und man hat deutlich gesehen, wo die Defizite der Mannschaft liegen. Die haben sie. Das ist jetzt klar. Hallo und herzlich willkommen in der Red Bull Arena. Wir begrüßen Sie zum heutigen Spiel. Das ist Forsberg. Forsberg. Timo Werner am Ball. Chance für Nkunku. Tolle Parade. Aber Gefahr ist noch nicht so weit. Wenn du den Ball so hältst, dann fragst du dich als Keeper schon, warum bekommen die noch den Nachschuss? Ich kann den Ärger verstehen, da waren sie unaufmerksam. Wir schauen uns die Wiederholung nochmal an. Die erste Chance noch klasse pariert. Aber dann die nächste Chance und die wird genutzt. Guter Pass jetzt. Gute Chance, war aber sogar noch mehr drin. Ja, einfach volle Lotte draufgehalten, das war nicht die ideale Option. Der VfL Bochum könnte über außen kommen. Oh, in der Mitte, völlig frei. Das Tor, Volley genommen, ganz starke Szene. So ist dieses Tor gefallen, wir sehen die Flanke und das ist dann natürlich genau die richtige Entscheidung. Er nimmt das kurze Eck, rechnet nicht jeder mit. Der Ballgewinn und Grund ist die tolle Spiel. Auch das wieder ein richtig schönes Tor. Sie holen sich die Führung zurück. Tor, neue Führung damit also, zwei Tore. In der Wiederholung sehen wir es nochmal, vom Pfosten springt der Ball ins Tor, ein bisschen Glück dabei. So, kurze Pause, das haben sich die Mannschaften auch verdient, die erste Spielhälfte ist zu Ende. Das ist Guardiola. Forsberg, ja, gehalten erstmal, aber die Abwehr muss weiter aufpassen. Da war mehr drin, denke ich, aber geklärt. Und der Ballverlust. Das ist die Chance. Das ist gut verteidigt. Schuss kommt nicht durch. Oh, geht da noch was? Sie verkürzen. Nur noch eins. Ist das denn zu fassen? Spannung pur. Jetzt müssen wir genau hinschauen. Da kommt das Tor nochmal. Und wir sind ehrlich, es ist ein überraschendes Tor. Also ich habe eher gedacht, wenn ein Tor fällt, dann auf der anderen Seite. Sie leben noch. Guter Steilpass. Sie spielen den Ball hoch. Sensationell. Peter Kulaschi ist da. Forsberg. Den hat er förmlich geahnt. Das ist der Schlusspfiff in dieser Partie in der Liga. Die Gäste haben also verloren.
Damit ist es hier in der Liga also die knappe, diese ganz knappe Niederlage geworden. Es hätte durchaus anders ausgehen können. Ah, das Ergebnis wird sie ärgern. Ich finde ja so schlecht wahnsinnig. Das war eine ordentliche Leistung. Liebe Fußballfreunde, willkommen im Weserstadion. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Begegnung. Benzemaini, Kramer. Super Pässe da jetzt von Borussia Mönchengladbach. Ist das die Chance? Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Hier nochmal die Entstehung dieses Treffers. Die Flanke kommt rein und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Trifft den Ball wunderbar. Ist auch technisch klasse. Alles richtig gemacht bei diesem Abschluss. Borussia Mönchengladbach tut sich, was den Ballbesitz angeht, durchaus schwer im bisherigen Spielverlauf. Aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist Effizienz. Aktuell sind sie im Ballbesitz. Vielleicht entwickelt sich jetzt was. Er zieht ab. Da macht er das Tor. Sie ziehen auf zwei Tore davon. Jetzt kommt die Ecke. Da hören wir den Pausenpfiff. Der erste Durchgang ist vorbei. Stehen da sehr tief und überlassen dem Gegner so ein bisschen die Initiative. Der Angriff könnte was werden. An den Pfosten. War dann doch zu unentschlossen. Stefan Leiner. Unaufhaltsam. Jetzt die Chance. Sie sind mit drei Toren vorne. Wieder so ein schönes Tor. Wieder so eine schöne Aktion. Hier sehen wir nochmal, wie dieses Tor entstanden ist. Erst der Steilpass und dann lässt er sich das nicht nehmen, wenn er aus so kurzer Distanz zum Abschluss kommt. Er macht ihn rein. Stindl. Das muss es fast sein. Das war heute schon sein drittes Tor. Eine Spitzenleistung. So, der Pfiff der Schiedsrichterin. Damit ist dieses Ligaspiel also zu Ende und der Sieg geht am Ende an die Gäste. Willkommen zu diesem Spiel hier im Berliner Olympiastadion. Kulisse stimmt, Atmosphäre stimmt natürlich auch. Ja, ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Ja, wird hier gut unterstützt. Guter Steilpass, sie spielen den Ball hoch. Super Volley, aber kein Tor. Das war technisch herausragend gemacht. Das stimmt eigentlich alles. Es fehlen nur die entscheidenden Zentimeter. Duil Luque Bacchio. Geht dazwischen. Na, guter Steilpass hier. Da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Wir schauen noch mal kurz auf die Wiederholung. Zunächst der gefährliche Steilpass und dann ist es klasse gemacht. Knipserqualitäten, würde ich sagen. Aus kurzer Distanz lässt er dem Keeper keine Chance. Dennis Geiger. Baumgartner. Angelino. Flanke jetzt auf den langen Pfosten. Er hat den Kopfball. Starke Aktion. War aber auch ein super Abschluss. Den musst du erstmal rausholen. So, wir hören's. Pausenpfiff. Das war's für den ersten Durchgang in diesem Spiel. Luque Bacchio.
Ja, mit viel Übersicht. Das wäre die Chance gewesen, hier weiter davon zu ziehen. Aber wir haben es ja gesehen, das war zu nachlässig. Ja, und so haben wir hier weiter diese Spannung. Das sind so Szenen, die sich in einer Partie noch rächen können. Ganz enge Kiste hier. Es ist nur ein Tor und wir haben noch 5 Minuten auf der Uhr. Kramaric. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Kramaric, gute Chance. Das Tor, der Ausgleich. Was ist das für eine Schlussphase? Jetzt kann hier alles passieren. Da wird die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzballspiel und dann macht Kramaric das klasse. Aus der Halbdistanz zieht er ab. Das ist ein tolles Tor. Torwart hat keine Chance.90 Minuten sind vorbei. Es steht unentschieden. Willkommen, liebe Zuschauer. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich begrüße Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. André Hahn. Und jetzt dieser tolle Steilpass. Das macht er sicher. Ecke kommt. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann dieser Kopfball. Schön durchgesetzt und der ist am Ende nicht zu halten. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ball kommt rein. Was für ein Tor. Absolutes Traumtor. Was für ein Seitfallzieher. Ein Abschluss der ganz besonderen Art. Hier sehen wir es nochmal. Das ist außergewöhnlich. Was für ein Tor. Schalke ist hier bislang die klar bessere Mannschaft mit deutlich mehr Ballbesitz. Und sie wirken kurz eingehakt. Jetzt wird es vielleicht gefährlich. Er ist einfach der beste Mann auf dem Platz. 3 Tore, eine Weltklasseleistung. Die Wiederholung nochmal. So ist dieser Treffer entstanden. Erst der schöne Ball. Und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball. Ein Hammer. Drin ist er. Ecke kommt in den 16er. Ball erstmal aus der Gefahrenzone. Jetzt ist die erste Hälfte beendet. Pause. Gleich machen wir hier weiter. Da sind sie mit diesem Pressing erfolgreich. Grueso. Der Pass. Stark gemacht. Schauen Sie sich das nochmal an, das ist ein tolles Tor. Was für eine Szene, wunderbar durchgesetzt. Die Abwehr ist da, kann aber gar nichts machen. So, das war's für heute. Die Gäste haben dieses Spiel also verloren. Das war natürlich keine gute Leistung heute. Wissen Sie auch selbst, klare Niederlage in der Liga. Das war gar nichts, das müssen Sie abhaken. Denn ich glaube, Sie können das deutlich besser. Aber das musst du auch auf den Rasen bringen. Thank you.